Herr F. meldet telefonisch bei hiesiger Dienststelle, dass gestern eine Hexe bei ihm war und ihn verhext habe. Er sei bereits seit 72 Stunden wach. Stand der Beschuldigte mit einer Kaffeetasse in der Hand an der Infotheke, winkte der Streife zu und rief: "Hallo, ich bin der Täter." Er wurde daraufhin sofort mittels dienstlich gelieferter Handschließe geschlossen und durchsucht. Zwischen dem Ehepaar Müller kam es aufgrund des Mittagessens Wirsingsuppe zu verbalen Streitigkeiten. Hört sich ein bisschen nach Sitcom an. Aber nein, hier spricht die Polizei. Oder besser gesagt, sie schreibt. Dieser Mann hier denkt sich die kuriosen Meldungen aber nicht aus. Sie sind seinen Kollegen tatsächlich passiert. Markus Lang ist der Social-Media-Verantwortliche beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. Er berichtet online vor allem über das alltägliche Polizeigeschehen, wie beispielsweise Unfälle und Fahndungsaufrufe. Dem Kriminaloberkommissar ist es aber auch wichtig, die Nutzer zu unterhalten. Und genau dafür hat er sich Best of Polizeialltag ausgedacht. Die Realität übertrumpft die Fiktion deutlich, was Absurdität und teilweise Abgedrehtheit also stattfindet. Also man kann es oft gar nicht glauben. Und als früherer Streifenpolizist weiß Markus Lang, wie skurril manche Einsätze sein können. Seit 2 Jahren hat der 41-Jährige nun schon seine Dienstwaffe gegen Maus und Tastatur getauscht. Und jetzt mal ehrlich, wie viel Schalk muss man im Nacken sitzen haben, um so etwas zu posten? Also ich will nicht über mich sagen, dass ich der witzigste Mensch der Welt bin, aber ich habe Spaß an kreativer Sprache und dergleichen, ja. Also, aber da lasse ich gern andere entscheiden, wie witzig ich bin. Aber ob nun witzige Meldung oder ernster Einsatzbericht, in diesem kleinen, aber mit viel Technik ausgestatteten Büro entstehen sie alle. Dabei legt der Ludwigsburger Wert auf eine einfache Sprache. Statt Beamtendeutsch gibt es bei ihm diese hier. Immer wieder verwendet der Schwabe die kleinen bunten Bildchen. Doch gibt es für jede Meldung das richtige Emoji? Es kommen regelmäßig neue dazu, dank Apple, Android, wie sie alle heißen. Also es gibt mittlerweile schon eine ganze Menge. Teilweise würde man sich wünschen, dass es noch mehr gäbe, passendere. Aber wir haben schon eine ganz gute Auswahl, auch was Berufsgruppen wie Polizisten und Feuerwehrleute und so angeht. Ja. Trotz witziger Meldungen und bunten Bildchen, ganz so heiter geht es auf der Facebook-Seite der Polizei dann auch nicht immer zu. Die ein oder andere Beleidigung muss auch die Online-Polizei ertragen. Langs Devise? Man muss deutlich auch was wegignorieren können.